Mein Name ist Sarah Röhl, ich bin 21 Jahre alt und ich möchte Moselweinkönigin werden. Groß geworden bin ich in Kröf an der Mittelmosel. Mitten im Vereinsleben mit unseren Traditionen und bei jedem Fest dabei. Seit 3 Jahren studiere ich in Mainz Musik. Momentan beschäftige ich mich vor allem mit meiner Bachelorarbeit in meinem Zweitfach Germanistik zum Thema Dialektforschung im Moselfränkischen. Mein Studium in Musik ist sehr praktisch. Ich habe Gesangsunterricht, Ensembles, Kompositionskurse und vieles mehr. Aber am besten ist es, diese Leidenschaft mit anderen zu teilen. Seit 2 Jahren leite ich einen Seniorenchor, ich gebe Klavierunterricht und dirigiere das Jugendorchester der Mittelmosel. Daneben schreibe ich mit meiner Mutter eigene Lieder im moselfränkischen Dialekt. Sarah sollte für mich Moselsarower Weinkönigin werden, weil ihre Begeisterung andere Leute ansteckt und weil es ihr eine innere Freude ist, neue Menschen kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Durch das Weingut meines Großvaters und Onkels lernte ich schon früh die Arbeiten des Winzers kennen. Zuletzt gab mir das Amt als Ortsweinkönigin den Impuls, um mich noch weiterzubilden. Mit der Hilfe von Winzerinnen und Winzern aus Kröf konnte ich Neues lernen und praktische Erfahrungen sammeln. Allen voran dem Weingut Gerhard Trossen, dem Weingut meines Mosellerweins. Schon zum Beginn ihrer Amtszeit als Weinprinzessin war die Sarah über die Maßen mit Herzblut dabei. Ich bin mir sicher, die Moselregion könnte sich glücklich schätzen, so jemanden als Repräsentantin zu haben. Mit der Liebe zu meiner Heimat wurde ich gerade in der Corona-Zeit kreativer. Mit meiner Weinprinzessin und den Jungwinzern planten wir Veranstaltungen und starteten eine eigene Videoprojektreihe Kröf stellt sich vor, in der wir Betriebe aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Weinbau in 3-minütigen Videos auf unseren Social-Media-Plattformen vorstellen. Ich weiß, dass ich mit meinem Engagement, meinen Ideen und meiner Liebe für unser Anbaugebiet, die Mosel, Saar und Ruwer, vieles bewirken kann. Es gilt, mit den Leuten der Weinbau- und Tourismusbranche immer in Kontakt zu stehen, Menschen für unsere Region zu begeistern und Potenziale auszuschöpfen. Moselwein ist meine Heimat, meine Leidenschaft und Pflicht in jedem Weinregal. Und dafür möchte ich Moselweinkönigin werden.